Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Star Wars Galaxy of Heroes. Heute möchte ich euch zum einen zeigen, wie ich das Event gespielt habe, um die Chimäre von Thrawn auf 7 Sterne zu bekommen. Und dann möchte ich euch noch einen Kampf gegen einen aus meinem Schiffschar zeigen, wo ich dann die Chimäre das erste Mal benutze. Zu dem Kampf selber, ich fand das Event ziemlich einfach. Ich habe alle Schiffe auf 7 Sterne bekommen in der Zwischenzeit. Ich hatte da auch ein bisschen Dropglück mit den, dass gerade Bistan auch in dem Flottenchart regelmäßig aufgetaucht ist. Ansonsten, wie gesagt, das Event an und für sich ist einfach. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, in dem zweiten Kampf, wie ihr es hier auch sehen könnt, unbedingt als erstes den TIE Reaper wegzumachen. Das ist in meinen Augen das absolut gefährlichste Schiff hier in der gegnerischen Aufstellung. Für die, die es nicht wissen, der TIE Reaper jedes Mal, wenn ein Schiff zerstört wird, und das ist egal, ob das eins von deinem eigenen Team ist oder vom gegnerischen Team ist, verliert das gegnerische Flaggschiff, ich glaube, 25% oder sogar 35% Zugleiste, was natürlich extrem oder halt dazu führt, dass dein Großkampfschiff deutlich weniger zum Angreifen kommt. Ja, und ansonsten, wenn das dann weg ist, dann natürlich als erstes das Spezialschiff, also das nächste, das von Vader, und dann halt einfach die T-Jäger ganz normal wegmachen. Ansonsten, ich habe bei mir als Schiff auf die Ersatzbank habe ich Wedge gelegt, weil das für mich persönlich das uninteressanteste Schiff ist. Mein Wedge ist zwar deutlich stärker als Bistan, aber Bistan finde ich halt interessant, weil er zum einen Target Lock verteilen kann und dann aber auch, wenn mich nicht alles täuscht, wenn er im Stealth ist, was er durch die Spezialattacke, wo er Target Lock gibt, ja, in Stealth kommt, trifft er, glaube ich, immer. Also das heißt, der Gegner kann nicht ausweichen, was natürlich auch gerade wieder gegen die T-Jäger sehr interessant ist. Ansonsten noch zu dem Kampf, den ich danach zeige mit dem Schiff, also mit der Chimäre als Großkampfschiff. Ich mache es immer so, ich versuche mit der Chimäre die Schiffe nacheinander auszuschalten. Bei Mace habe ich ja von der Strategie her so gespielt, alle mit Target Lock zu belegen, damit ich das AOE von Mace benutzen kann. Bei der Chimäre gehe ich jetzt immer also mache ich sozusagen Ziel für Ziel nacheinander weg. Halte ich hier für durchaus sinnvoller. Je nach Gegner generell, die gefährlichsten Schiffe, die der Gegner aufgestellt haben kann, sind, oder was ich immer als erstes versuche wegzuhauen, ist der TIE Reaper. Danach First Order TIE Pilot, beziehungsweise auch die X1 von Vader. Einfach dadurch, dass Vader ist halt insofern sehr stark, dass jedes Mal, wenn das gegnerische Team Target Lock verliert, wird automatisch wieder Target Lock belegt, und dazu kommt dann noch, dass Vaders Schiff ja immer auch Target Lock belegt. Ansonsten als erstes nutze ich immer den Phylon 07 Traktorstrahlprojektoren, der allen Gegnern Spezialschaden zufügt und dann noch die Zugleistung 20% senkt. Und als nächste Attacke, wenn ich überhaupt so weit komme, ist dann die Attacke, wo Kriegskunst, wo alle Verbündeten 20% Gesundheit regenerieren und 2 Runden lang einen Buff erhalten, Angreifer einen höheren Angriffswert, Unterstützer erhalten Weitblick, Tanks erhalten einen höheren Verteidigungswert und alle Gegner werden eben mit dem entsprechenden Debuff belegt, das heißt Angreifer haben einen gesenkten Angriffswert, Unterstützung hat Fähigkeitenblockade und Tank hat einen gesenkten Verteidigungswert. Ich hatte das heute in einem Kampf, wo ich, nachdem ich Kriegskunst gezündet habe, mit meinem First Order TIE Pilot das Schiff von Maul instant gekillt habe. Also der hatte Target Lock drauf, weil ich auch schon meins draußen hatte. Der ist aus der Ersatzbank gekommen, hat sozusagen sofort Target Lock bekommen. Genau die Skimitar. Dann konnte ich mit dem First Order TIE Pilot mit der Spezialattacke sofort weghauen. Und was man jetzt hier sieht, das habe ich doch so lange geredet, Poe Dameron's Schiff ist extrem stark, eben gerade gegen die TIE Fighter, weil die Spezialattacke trifft immer, also die kann nicht ausgewichen werden und trifft kritisch, wenn der Gegner keinen Schutz hat. Und hier sieht man das da ganz locker mal eben den Gegner, den
TIE Fighter Pilot ausgeschaltet. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.